Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Mittwoch und es ist Zeit für die Sprechstunde für den November bei Lotte Marie. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt die letzten Wochen gut rumgekriegt. Und heute machen wir mal wieder eines meiner Lieblingsthemen. Viele sagen immer, ich trage es aus. Out finde ich gar nicht. Ich liebe alles, was Bling Bling macht. Ich liebe auch meinen Diamantring. Von daher ist für mich Strass alles andere als out. Ich verbinde mit Strass natürlich die typischen Zicke- und Dumpfbacke-T-Shirts aus den 90ern. Auch ich hatte so eins. Aber ich denke, wir haben in den letzten 3 Jahren in den verschiedenen Sprechstunden dazu so viele tolle Beispiele gezeigt, dass ihr mittlerweile wisst, dass Strass alles andere als altbacken und blöd ist. Ich werde euch von den alten Sachen natürlich jetzt nichts mehr zeigen. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, bei YouTube eben nach Lotte Marie und Strass zu suchen. Da seht ihr die tollen fünffarbigen Motive mit der Dame und dem Strass und dem dieses Spring Girl und mit Eisblumen im Haar und was weiß ich, was es da alles schon gab. Also da haben wir uns ja schon stundenlang damit beschäftigt. Heute machen wir mal ein paar neue Sachen, ein paar andere Dateien. Ich werde euch ein paar Sachen zeigen. Ich werde euch ein bisschen inspirieren. Hallöchen. Und wie ich es euch angekündigt habe, wir werden auch ein paar kleine Sachen machen. Viele haben aus dem letzten Adventskalender noch ein bisschen Strass oder wollen es mal ausprobieren und haben sich jetzt mal 1-2 Döschen bestellt, aber haben keine Lust, gleich so ein großes Motiv zu machen, wie das, was ich trage oder eben gleich so ein 3000 Steine Nein, das es ja auch im Shop gibt. Schön, dass ein paar einschalten. Herzlich willkommen. Also ihr müsst ja nicht gleich mit den riesengroßen Dateien anfangen. Ihr könnt auch mit kleinen anfangen. Ich habe da dazu ein Freebie erstellt. Das hatte ich euch angekündigt. Das findet ihr auf der Lotte Marie Seite in den Dateien unter den Downloads. Und da könnt ihr einfach mal, viele haben vielleicht auch schon ein bisschen was vorbereitet, könnt ihr für frei, kostet nichts, einfach mal so ein paar kleine Sachen testen. Und das machen wir heute Abend eben gemeinsam, dass die, die sich das runtergeladen haben, sich das Video dann einfach anschauen können. Ich habe ein bisschen was für euch vorbereitet. Ja, ich habe eine Hose an. Ich habe mir meinen Strass schon bereitgestellt. Ich werde jetzt mal ein bisschen vorsichtig kippen. Ich habe nicht alle Farben mehr da. Ich habe so ein bisschen schon viel geschröpft. Crystal habe ich nicht mehr so viel. Aber ich habe so eine recht gute Auswahl für den heutigen Abend. Die stelle ich mir hier mal bereit. Meine Tastatur kann ich wegtun. Die brauche ich ja jetzt erstmal nicht mehr. Und schaffe mir hier ein bisschen Platz. Ich habe zusätzlich da einen Strasspinsel, der kein Strasspinsel ist, sondern ein Puderpinsel. Wer gerne Strass nutzen möchte, sollte bitte, ich muss immer mal gucken, ob sich irgendeiner meldet, dass alles, ja doch, passt alles. Ihr braucht keinen Strasspinsel, Strassbesen, sonstiges, ihr könnt einfach einen Puderpinsel nehmen. Das ist so ein Kabuki, so ein relativ fester, ihr könnt unheimlich gut diese Rasierschaumpinsel nehmen. Die sind schön fest und der frisst auch keine Strasssteine. So, dann habe ich hier noch ein Gläschen. Ich habe immer mal so ein paar Reststeinchen gehabt oder wo sich Farben vermischt haben. Das ist ganz schön. Da hatten wir mal ein Smiley draus gemacht. Da habe ich noch ein separates Gläschen. Was ich euch auch zeigen möchte, ist der Applikator. Für alle, die sagen, ich will lieber Highlight setzen, könnt ihr auch das da nehmen. Der Jersey von meinem Tuch ist zweifarbig. Ich glaube, von Lillestoff sogar, den habe ich so noch mit Grün auf der anderen Seite und mit Blau auf der anderen Seite. Und das ist auch ganz aufwendig genäht, nämlich gar nicht. Ich habe das einfach knallehart zugeschnitten und dann mein Motiv aufgepresst. Weil es gibt 1000 Möglichkeiten, Strass zu verarbeiten. Ihr müsst nicht das Ganze auf T-Shirts machen, weil es gibt 1000 T-Shirts schon, die wir mit Flex und sonstigem beplottet haben. Es gibt auch Schals. Ihr könnt zum Beispiel bei langen Schals unten eine Schneeflockenborte machen. Ihr könnt bei diesen Tüchern einfach irgendein Ornament machen, ein Mandala, das ihr aufteilt. Ne? Also es gibt so viel. Hallo Onkel Jürgen, schön, dass ich dich auch mal wieder lese. Also es gibt so viele Möglichkeiten, Strass
aufzubringen. Ich mache heute zum Beispiel ein Kissen, wir machen ein paar Täschchen. Ich habe natürlich auch T-Shirts für euch, die ich euch noch zeigen werde, aber heute wollen wir die Strass-Minis machen, deswegen können wir da einfach auch schön kleine Accessoires benutzen. Ich habe hier schon mal was geschnitten. Ich bin ja vorbereitet wie eins, ne? Ich hätte vielleicht mal meinen Bildschirm teilen sollen. Der zweite Bildschirm ist jetzt online. Wir werden heute das da noch auf ein Kissen bringen. Und das ist das A4 Vollstrass. Das sind ganz kleine Dateien. Wie ihr seht, lass das 6 auf 6 cm sein. Da haben wir ein Smiley, verschiedene Herz. Ich wüsste ja selber, was das ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir wollen einfach mal nur den Smiley machen, legt ihr euch beides auf die Schneidematte. Wichtig ist spiegeln. Es wäre wurscht, aber bei einer Schrift wäre es blöd. So, horizontal wenden und jetzt auf Flock schneiden. So kommt ihr zu den Sachen, die ich jetzt hier vor mir liegen habe. Und ihr seht, das ist alles schon vorgruppiert. Also das ist nichts, was ihr noch irgendwie auseinandernehmen müsst. Ihr könnt auch einfach dem jetzt noch die Wolke irgendwo nebendran setzen. Oder, ne? Also nur, dass ihr wisst, ihr habt alles so, dass es schon gruppiert ist. Und dann müsst ihr es einfach nur noch spiegeln. Merkt es euch? Spiegeln. Und dann auf Flock schneiden. Somit kommt ihr hierzu. Sieht man bei dem jetzt ein bisschen besser als hier. Ich habe sie alle gemacht. Jetzt wichtig, nicht anfangen zu poolen. Ihr macht jetzt einfach, also ich habe leider auch schon Leute erlebt, dass, ja, das ist von der Steffi von Tante Blodder, die Muggelzeit. Ich habe auch schon erlebt, dass Kundinnen angefangen haben, die einzelnen Punkte zu entgehen. Das müsste ich eigentlich, heute alles orange, ne? Irgendwie ist heute orange meine Farbe. Also, einfach abziehen. Einfach abziehen. Die Dateien, die ich euch hier jetzt gezeigt habe, kann ich euch zeigen. Ich zeige es euch, wo ihr sie findet. Geht ja ganz einfach. Ich mache mich falsch rum. Entschuldigung. Wir machen uns jetzt mal... Oh Gott, habe ich viel Zeug auf. Ich mache mir hier mal, ohne dass ich was habe, die Plottermarie-Seite auf. Dann geht ihr unter die Downloads. Alle. Und so Gott will, findet ihr mich da nicht. Dann gebt ihr einfach in die Suche mal Strass ein. Vielleicht finden wir es dann. Ja. Yeah. Strassdateien Rainbow Blink Blink. Kann ich euch eigentlich gleich mal den Link reinkopieren, wenn es nicht schon passiert ist, bis ich soweit bin. Ein bisschen langsam. Dann möchte ich die Admins bitten, das zu machen, weil bei mir ist gerade sehr langsam. Da sind sie. Da haben wir es. Da findet ihr die Dateien. So. Also ihr habt euch die jetzt runtergeladen, habt sie auf die Schneidematte gelegt, habt sie gespiegelt. Habt sie gespiegelt. Und jetzt zieht ihr euch das einfach ab. Nummer 1. Ihr könnt, wenn ihr sagt, ihr habt keinen Bock auf Strass, ihr könnt das Ganze in Glitzer-Mega-Funkel machen, ihr könnt es in Hologrammfolie machen, ihr könnt es in Flockfolie machen. Auch kein Problem. Das könnt ihr euch aufheben, könnt es noch irgendwo draufpressen. Na, also es ist gar nicht mal so, es wird heute echt super passen. Das könnte ich mir hier unten, na, so als Highlight, also bloß aufheben. Orange ist meine Farbe heute. Wir sind noch nicht bei der Übertragungsfolie. Am Busen reiben dürft ihr euch erst später, bitte. Noch reiben wir uns nichts über den Busen. Aber das müsst ihr euch wissen, Busen oder Onkel Jürgen, Brusthaar zum Beispiel. So, ihr könnt Strass aufbringen. Auf Kunststoff würde ich es nicht machen, weil ihr müsst, es sind Hotfix-Steine, das heißt, die werden mit Hitze aufgebracht. Ihr könnt es auf Holz machen, ihr könnt es auf Papier machen, auf Karten, auf Weihnachtskarten, hat Steffi zum Beispiel heute gezeigt, Steffi von Tante Blodder auf eine Weihnachtskarte. Ihr könnt es auf, wir machen jetzt gleich Filz, wir machen Stoff, wir machen... Also ihr könnt es wirklich, alles, was irgendwo Hitze aushält und was flach ist,
da könnte es aufbringen. Ich würde heute sogar gerne ein Käppi machen. Also auch das würde ich gerne mal ausprobieren. Da werde ich das an der Presse reiben. Sehe ich irgendwo, wie viele Steine ich für die Datei brauche? Nö. Aber wenn wir die Gruppierung aufheben, ich nehme jetzt mal den Smiley und dann gucke ich mal, ob ich da ich das sehe. 154 Steine sind es beim Smiley. Ich zeige euch, wie ihr das seht. Gar nicht schwierig. Also, ihr markiert euch jetzt zum Beispiel, Strasssteine sind sehr von der Rechenleistung sehr hoch. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel das Herz. Ihr markiert euch das Herz, geht auf Gruppierung aufheben. Dann geht ihr in die Strasssteine-Option und geht mal auf Glitzersteine freigeben. Dann kommt hier unten eine Zahl und zwar 146. Bräuchtet ihr fürs Herzchen. So könnt ihr das sehen. So, Heide. Guten Abend. Der Norman und der Tim. Die Nervensägen sind da. Vom Tim habe ich auch eine ganz tolle Datei hier, die kann ich euch zeigen, bevor wir pressen. Der Tim hat nämlich für Männer ein bisschen was gemacht. Oh, ich liebe einfach abends das Licht hier. Kann bitte auch gerne mal jemand verlinken. Ein Eisbär in Herrenformat gibt es auch außenrum mit Strass und innen drin. Mit Flex, wie auch immer ihr das haben wollt, weil er gerade hier genannt wurde. Ein ganz toller neuer Designer für Strassstein-Motive. So, wir haben es abgezogen und jetzt braucht ihr Tonpapier. Festeres Papier, 160 Gramm mindestens. Ich habe, zeige ich euch gerne auch mal, eine ganze Sammlung an Strass-Motiven. Die könnt ihr euch nämlich ganz toll aufheben. Hier ist zum Beispiel der Eisbär. Da sind die Monsteras. Oh, die könnt ihr schon mal festpressen. Die haben sich gelöst. Dann haben wir hier die Yoga-Dame. Ein Hasi. Ihr könnt die nämlich alle aufheben und immer wieder benutzen. Also das heißt, gerade so Sterne und die Weltkarte, da waren so tolle Sachen dabei. Den riesengroßen Tiger, den habe ich dem Geschäftsführer geschickt dann. Den habe ich auch. Es wäre schön, Oliver, du schaust ja zu, wenn du vielleicht nochmal ein Bild von dem Tiger machen würdest, von dem T-Shirt und Leopard oder was auch immer das war. Also ich habe mir das alles aufgehoben. Könnt ihr immer wieder danach die Strasssteine wieder reinkehren. Einfach zusammengemacht mit so einem damit zu ringen. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich hier nichts verlege. Wie ihr seht, ich mag Strass. So, das ist die Muckelzeit. Schwupp! Oh. Die Muckelzeit, die hier drauf ist. Ja. Das ist quasi die Schablone dafür. Und wir machen uns jetzt eine neue, beziehungsweise zwei, weil es wird nicht ganz auf eins passen. Das sind einfach diese günstigen Tonkarton-Blöcke vom Action. Ihr könnt Farben nehmen, die ihr nicht haben wollt. Und da pressen wir das jetzt einfach drauf. Bitte nicht zu fest, weil sonst presst ihr den Flur so runter. Oh nein! So, bitteschön. Ich presse das jetzt fest. Ich habe die Presse auf 160 Grad vorgeheizt. Jetzt machen wir unsere Schablone. Unsere Schablonen. Wichtig bei Papier, ihr seht, es fängt schon an, sich zu rollen. Stopft es gleich unter die Schreibtischmatte, dass es gerade bleibt, wie wenn ihr Pappe presst. Wenn ihr Pappe presst bei den Karten und so, bis es abgekühlt ist, bitte unter einer Schreibtischunterlage, Buch oder sonstiges, dann wellt es sich nicht, weil es gibt nichts Blöderes, als wenn eure Unterlage so ist und ihr dann, ihr dann versucht, den Strass einzukehren. Jetzt zieht ihr alles aus, was baumelt und legt es euch richtig auf den Tisch. Ich hole euch gleich zu mir auf den Tisch, dann seht ihr den Tisch. Aber bitte nicht hier über den Tischrand legen, weil es gibt Folgendes und dann ist das Geschrei groß. Oder wenn ihr eine Kette oder irgendwas anhabt und das baumelt darum, dann ärgert ihr euch nur. Das ist jetzt eine ganz normale Flockfolie. Kein Upperflock. Upperflock ist ein bisschen
niedriger Florik. Man redet von Flor. Bei Flockfolie wie beim Teppich auch. Also ich nehme lieber die normale und dann, ich habe ja immer mal eine Farbe da, die mir nicht gut gefällt von einem Set oder so. Genau, ganz normal mit 170 Grad, 160 Grad da drauf gepresst. Jetzt überlegen wir uns erstmal, wo wir das drauf machen. Ich habe hier noch so Täschchen. Was auch sehr, sehr schön aussieht, ist zum Beispiel das Herz auf dem Herz. Oder es gibt Papiertütchen, die ihr beplotten, bestraßen könnt. So eine Kappe wäre ganz cool. Ich glaube, ich mache der Iva eine Kappe. Dann gibt es so kleine Pappblöckchen. Da könnten wir den Smiley drauf machen. Das Herz machen wir auf die Kappe. Genau. Und den Regenbogen machen wir hier drauf. Perfekt. Das machen wir da drauf, das machen wir da drauf. Sehr gut. Ich hole euch jetzt mal auf meinen Schreibtisch. Dann seht ihr das nämlich besser. Dick. Gut und hoch. So, hier seht ihr meinen Tisch. Ups, dass euch nicht schlecht wird. So, das ist deswegen, es gibt ja auch gepunktete Folien und sowas. Da bin ich immer ein bisschen, da wird es mir mehr schnell ein bisschen schwindelig. Also hier ist nichts anderes als jetzt hier diese Vorlage. Jetzt gucken wir mal. Wir haben hier das Herz. Das Herz machen wir in Light Rosé. Nein, das ist Rosé. Haben wir noch Light Rosé? Light Rosé ist zu hell. Wir nehmen das da. Also, jetzt gar kein Hexenwerk. Guck doch mal, da ist ein hellblauer dazwischen. Und schon ist er weg. Da ist er. Können wir gleich wieder zurücksortieren. Aqua habe ich keins mehr. So, Pinsel. Ja, die Weltkarte war bei Art of Singer. Genau, das war ein Freebie, das ich damals gemacht hatte. So, bitteschön. Jetzt kehren wir das hier ein. Einfach mal so hoch und runter und rechts und links. Es gibt Schablonen, die fahren leichter rein. Es gibt Schablonen, die sind ein bisschen, da bleibt es nicht ganz so gut hängen. Aber ein bisschen Nacharbeit habt ihr sowieso immer. Aber wie ihr bei dem Herz jetzt seht, ist die Nacharbeit relativ klein. Hier ist noch ein Light Rosé. Da sind ein paar andere Farben dazwischen. Ach, das ist mir jetzt wurscht. So. Das heißt, ihr nehmt jetzt die Pinzette, je nachdem, wie ihr das machen möchtet, und setzt euch die Steine, die jetzt nicht reingefallen sind, einfach rein. Ich musste heute sehr lachen. Ich habe die Muggelzeit in meiner Vorbereitungszeit gemacht. Den Schal und ich glaube, ich habe 20 Minuten gebraucht, inklusive Tuchschneiden und allem. Man wird da mit der Zeit auch wirklich schneller. Müsst ein bisschen aufpassen, weil da schmuggeln sich ja manchmal Steine so ein bisschen dazwischen. So, schieben wir die rein. Ich muss aufpassen, mein Block biegt sich ein bisschen durch. Ist nicht gescheit abgekühlt. Da ist noch eins dazwischen, das will ich da nicht haben. Da ist auch noch einer dazwischen. Ja, dann haben wir sie ja schon fast. Deswegen sage ich, so kleine Motive, gerade für den Anfang, sind auch nicht so nervenstrapazierend. So, da ist noch ein. Und schon haben wir uns das Herz. So, schieben wir uns die anderen auf die Seite. Und jetzt nicht wackeln. So, und schon haben wir das Herz fertig. Die Admins sind ja da. Ich kann jetzt nämlich nicht immer so zugucken. Es gibt für Strass eine Übertragungsfolie, eine sogenannte Mask. Ihr könnt aber natürlich auch Reste von euren Flexfolien nehmen. Wenn ihr jetzt heute zum Beispiel gerade eine A4-Flexfolie gehabt habt und die klebt noch recht gut, die Trägerfolie, die leere, könnt ihr die auch benutzen. Ich habe leider keine Mask mehr, die Übertragungsmask. Ich habe hier jetzt zum Beispiel von der, wie heißt sie? Sublimationsflex.
Sublimationspapier, die Übertragungsfolie da. Die geht genauso gut. So, und jetzt kommt das, was vorhin kommentiert wurde. Das kann ich euch schön zeigen. Nein, die gehen beim Waschen nicht weg, Eva. Ich habe meine Shirts alle im Trockner und die leben noch. Und die sind jetzt mittlerweile 3 Jahre alt. Da geht gar nichts ab. Wenn du so ordentlich jetzt festpresst bei SS10, 10 Sekunden, 160 Grad mit Druck, geht nichts ab. So. Na. Aber jetzt zeige ich euch, dass das klar guckt. Die sind statisch. Statisch bedeutet, dass das aufgeladen ist. Zieht es euch über den Busen oder über das Brusthaar, um diese Statik rauszunehmen. Weil sonst ist es nämlich so, wenn ihr das da drauflegt, macht die Steine sind oben. Jetzt kommt uns der Flock zugute. Wenn ihr diese Übertragungsfolien auf Papier klebt und die kleben gut, habt ihr das Papier dran. Aber durch den Flock kann man das gleich richtig schön wieder abziehen. So, ich lege mir das jetzt hier auf die eine Seite. Drückt es ein bisschen fest. Ich habe leider... Ach, da mein Mäuschen. Drückt es hier schön fest. Dann kann ich das hier einfach abziehen. Ihr müsst das nicht gleich verwenden. Ihr könnt genauso gut jetzt sagen, okay, ich möchte das erst nächste Woche machen. Dann legt ihr da hinten dran eure Übertragungs-, also euer Schutz, eure Schutzfolie. Ach so, ich habe gerade SS10, ja. Dann legt ihr es euch auf den Boden, packt es schön ein und das könnt ihr auch später nehmen. So, jetzt gucken wir mal nach der Kappe für Maxis zukünftige. Ich mache das jetzt hier vorne drauf. Und weil ich eine faule Kuh bin, mache ich mein Bügeleisen nicht an. Ich mache jetzt Folgendes. Backofenhandschuh. Ich übe jetzt ein bisschen Druck aus. Von oben. Ich benutze meine Presse jetzt als Bügeleisen. Was beim Schild überhaupt kein Problem ist. Sollte es eins werden, muss ich dann doch das Bügeleisen auspacken. Aber ich glaube es nicht. Haben wir da genug Druck? An der Ecke, es bläht. So, gucken wir mal. Ja, perfekt. Also ihr dürft bitte gerne auch das Bügeleisen nehmen, aber da war ich jetzt zu faul. Da ist einer noch nicht fest. Das ist dann beim Pressen an sich einfacher, aber für die Kappe jetzt. Da ist noch eine. Ist der was? Und fertig ist die Kappe für die Eva. Ich habe es jetzt doch unter die Presse gestopft. Perfekt. Klein, fein, könnt ihr auch ganz bunt machen. Einfach auf eine Kappe. Genau, 169 Grad. Ja, ich habe 160 Grad auch 10 Sekunden. 10, 15 Sekunden. So, das war jetzt nochmal das Erste. Und ihr habt gesehen, es ging jetzt eigentlich relativ schnell. Was ich euch empfehle, räumt gleich auf. Wir machen jetzt ja als nächstes den Smiley zweifarbig und ich räume jetzt erstmal meine Strasssteine weg. Praktisch, dass ich meine Ablage gemacht habe. Einfach aufs Papier, wieder rein und ab zur nächsten Farbe. Ich hole euch wieder auf meinen Tisch. Das ist hier. Nächste Farbe. Wir nehmen Gelb. Ui, da ist noch ein rosaner gewesen.
Wir nehmen gelb. Die Übertragungsfolie habe ich aufgehoben. Die könnt ihr so lange benutzen, bis sie nicht mehr klebt. Was wirklich, solltet ihr euch nicht unbedingt so wie ich immer draufstellen, wirklich eine längere Zeit ist. So, machen wir gelb. So könnt ihr euch, also mehrfarbig ist, es ist ja alles vorbereitet, wirklich easy. Guckt mal, wie schön das da reingefallen ist. Seht ihr es? Ja. Da, guckt mal. Kaum Nacharbeit, ist immer gut. Das ist aber was ich nicht verstehe. Beim Reinkehren fallen sie richtig rum. Aber wenn man versucht, sie zu drehen, fallen sie falsch. Also mal schon ein bisschen komisch. So. Einfach da jetzt alles reinschieben, was nicht reingekehrt worden ist. Ich kenne auch etliche, die komplett einzeln legen, die gar nicht kehren, weil sie es beruhigt oder einfach Spaß macht. Da muss jeder für sich selbst, wie immer auch, wie beim Entgittern. Manche machen es mit dem Entgitterhaken, manche nehmen die Pinzette, manche nehmen Piekser. Das ist einfach totale Geschmackssache. Ich bin ein Fummelnasenbär, also ich mache das gerne mit den Fingernägeln. Aber da findet jeder so seine Lösung. Du kannst die Strass-Dateien, also die ist jetzt für SS10 ausgelegt. Es gibt bei Miriam Brückner von miriamkreativ.de eine Anleitung, wie ihr es verkleinern könnt auf SS6 oder dann vergrößern könnt auf 16, 20 oder was auch immer ihr möchtet. Da müsst ihr aber bitte immer mit den Designern Rücksprache halten, ob das erwünscht ist oder nicht. Mir ist es total kackegal, solange ihr dazu schreibt, wo ihr die her habt. So. Und schon haben wir das erste fertig. Schawupp. Smiley. Hier ist das Gesicht. Das mache ich. Ich gehe jetzt nochmal schnell mit euch pressen. Auf das Büchlein. Ich lege das auf mein Büchlein drauf. So, 10 Sekunden. Farbe Nummer 1. Es fehlt ein Stein, den habe ich verloren. Ich sollte halt vielleicht auch wirklich 10 Sekunden machen. So, Nummer 1. Und die nicht hudeln, sonst ärgert ihr euch. Erst gelb weg. Erst gelb weg. Dann machen wir schwarz. Und wir haben H10. Also ihr seht, es gibt Jet-Schwarz und es gibt so ein anderes Black Diamond. Das eine ist einfarbig, also wirklich gefärbt, und das andere ist glitzernd. Ich mag das mit Glitzer lieber. Das ist jetzt Black Diamond. Ist eine wunderschöne Farbe, eine super schöne Alternative zu Crystal, finde ich. Was mir im Moment gut gefällt, ist eben auch dieses Orange bzw. Hyazinth. Und was ich eigentlich von allen bisher am meisten genutzt habe, ist Smoke Topaz. Das ist so ein Bernsteinfarben. Das ist auch eine ganz tolle Farbe. So, ihr seht, das war ja jetzt wirklich nichts Dramatisches. Und ein Smiley kann man immer tragen. Hier wieder drauf. Jetzt hat sich eine verabschiedet. Einfach wieder reinsetzen. So ein bisschen wieder in die Form drücken. Was für Farbe habe ich denn da? So, jetzt setzen wir das hier ein.
und gehen an die Presse. Dann packen wir die wieder ein. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass ich es nicht so lange mache. Schon habt ihr ein kleines Notizbuch, kann man schön verschenken und man kann es auch selbst benutzen. Und es ist was Besonderes. Und es glitzert wie Sau. Mag ich. Mag ich sehr gerne. Gefällt mir unheimlich gut. Dann machen wir jetzt erstmal noch ein Kissen, weil ich will es ja nicht. Also wir machen auf jeden Fall noch den Regenbogen, dass ihr mal seht, mit vielen, vielen Farben. Ich möchte aber gerne auch nochmal ein Kissen machen. Bitte macht keine Schmusekissen. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr Glitzer-Mega-Funkel nehmen würdet für ein Kissen. Es ist nämlich nichts Kuscheliges, der Strass. Also sonst habt ihr da lauter Löcher in der Backe, wenn ihr aufwacht. Aber für Zierkissen ist es total cool. Ich habe mir hier jetzt mal ein Kissen rausgesucht. Was es nämlich auch ganz, ganz oft gibt mittlerweile, sind Kombidateien. Kombidateien im Sinne von Flex und Strass gemischt. Das sieht nämlich auch sehr, sehr schön aus. Oder ihr könnt auch ganz normal, wenn ihr Sprüche habt, ich muss immer mal gucken, dass ich auf meine Folien aufpasse, ihr könnt auch immer mal gucken, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel Mandala gemacht habt, dass ihr selbst an der Presse Strasssteine legt, ihr könnt so kleine Sachen, viele Sachen macht man ja in A4. Und mit Strass könnt ihr das schön ein bisschen ziehen, könnt es verbreitern oder könnt Highlights setzen. Also da muss nicht immer einer, das muss euch nicht immer einer eine Vorlage dafür gemacht haben. Da könnt ihr euch an die Presse setzen, einfach mit der Hand auflegen, festpressen und gut ist. Also da kann man viele, viele schöne kleine Sachen machen. Es ist leicht und locker. Mach's zwei, dreimal. Du kriegst bei allem irgendwo mal die Routine rein. Ich habe am Anfang auch länger gebraucht, aber mittlerweile ich mach's halt auch gerne und ich freue mich da immer so. Ich freue mich halt auch wirklich, weil ich es gerne mache. Und dann, man sieht ja dann auch recht schnell Ergebnisse. Das ist ja das Schöne. Gerade deswegen habe ich euch ja diese kleinen Dateien erstellt, weil die meisten Sachen sind einfach groß. Und ich wollte auch unbedingt, das zeige ich euch dann auch gleich noch, große mehrfarbige Sachen, weil ich es halt einfach so schön finde. Und vergesst dabei aber auch, dass es ja Einsteiger gibt, die jetzt nicht gleich 3 Stunden Lust haben, irgendwelche Motive zu legen. Deswegen gibt es jetzt auch die kleinen. So, ich entgitter jetzt gerade mal hier eine Flexfolie. Das ist nämlich die Datei, die ich euch vorhin gezeigt habe mit dem Krönchen. Die machen wir jetzt auf ein Zierkissen. Beziehungsweise das Gute ist, man kann ja auch ein Kissen umdrehen. Ne? Also ich habe auch so ein paar Lieblingskissen unten auf der Couch. Da ist aber das Motiv erhaben und ich habe immer keinen Bock, nach meinem Mittagsschläfchen ein Haar von Home auf der Backe zu haben. Dann drehe ich es dann einfach um. Wir sind ja schon groß, ne? Und daher könnt ihr auch Strass auf eure Kissen, auf der Couch machen. Und wenn ihr Schläfchen macht, dreht ihr es einfach um. So. Jetzt habe ich mal schnell hier entgittert. Zu viel entgittert. Hinfallen, aufstehen, Krone weg, werfen, eskalieren gehen. Mal gucken, ob ich alles entgittert habe. Habe ich. Da kommt gleich noch ein Krönchen rein drauf. Wobei ich glaube, ich mache es auf die Kissen hin. Da warte ich jetzt aber, bis ich meine Krone gleich habe. Dann zeige ich euch nämlich, dass man das auch schön positionieren kann, um es sich anzuschauen. Da muss man sich nämlich keinen Kopf machen. Die Strasssteine fallen da nicht runter. Ich glaube, ich muss die Krone noch pressen. Ja. Da ist mein Krönchen. Ja, ist doch einfach so, oder? Auf eine Maske könnt ihr es auch drauf machen. So kleine Dinge auf Masken. Macht kleine Herzchen, macht irgendwas. Das ist ja kein Problem. Das ist jetzt nicht vollflächig. Ich
brauche noch ein Stück Pappe. Ihr könnt es auch super auf die Rückseiten noch machen. Falsch. Das kommt drauf. Das Grünchen. Wichtig, gespiegelt geschnitten. Das Mädchen hat heute keinen Bock auf Backpapier. Also muss ich mich ordentlich anstellen. Was machen wir für Farbe? Ist pink. Es muss ja irgendwas sein, was so ein bisschen auffällt. Ich habe leider kein Gold. Es gab mal schwarz-rot-gold gemischt. Das war so ein Fußball-Sonderpaket. Das kam aber nicht. Da ist der Regenbogen. Wie gut, dass er den hätte ich wieder gesucht. Ne? Das Fußball war nur so. Jetzt seht ihr, jetzt ist es gewellt. Das wird schon lustig. Farben. Orange. Oh, ich liebe das. Ist so ein schönes Orange. Oder Hyazinth. Schönes Orange. Kann er nicht schon wieder Orange nehmen? Also das beim Muckelschalt ist Orange. Dann nehmen wir doch jetzt mal Hyazinth. So pink. Ich bin egal. Ja, mein Backpapier. Ich weiß, wo mein Backpapier ist. Das ignoriere ich noch heute. Das hab ich schon gesucht und da war es schon, da habe ich es nicht gefunden. Jetzt bin ich beleidigt. Ja, Backpapier nutzen ist oft schützen vom Material, schützen von der Presse. Ich bin nur heute. Ist ja alles gut geschützt. Nee, ich mache kein schwarzes, keine schwarze Krone. Norman. Nee, da setzt du dich nicht durch. Ich habe deinen Kommentar nicht gelesen. Schwarze Krone. Wenn, dann machen wir rot und pink. Ich mag das eh. Es ist eh so trist und farblos bald draußen. Das ist doch toll, wenn man so busy. Was regt sich der Sascha? Macht das doch viel bunt. Können ja mal so ein bisschen Farbtupfer in die Wohnung bringen. Ich warte eh nur drauf. Wir haben jetzt Hasen. Zwei kleine Zwerg. Also einen Zwerghasen. Der andere hätte wahrscheinlich ein Zwerghase werden sollen, aber. Hat es nicht so ganz mitgekriegt, dass er klein bleiben hätte sollen. Und ich warte nur darauf, dass irgendeiner anfängt, die mit den Multimarkern anzumalen. Noch hat es bisher keiner gemacht. Aber das wird auch lustig. So wie eine Brennliste. Ich werde die Hasen natürlich beschützen. So, ihr seht, das ist auch ein Motiv, das relativ schnell gelegt ist. Die Krone könnt ihr, kennt ja die Steffi, auch für andere Sachen verwenden. Oder einfach nur die Krone. Sieht nämlich auch toll aus, wenn ihr euch vorstellt, hier einfach nur ein Krönchen drauf. Ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, schwarz ist eine Einstellung, genau. Das passt da jetzt nicht mehr drauf. Jetzt müssen wir es hier, ich muss langsam haushalten. Mein Folienvorrat neigt sich zu Ende. Schwarze Flex S habe ich schon lang keinen mehr. Gehe schon auf Edelmetallic und sowas. Also ihr müsst mal gucken, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man kein Schwarz mehr hat. Das gibt es überhaupt nicht. So, schaut es euch noch mal an. Hört mir das Knistern? Ja. So, jetzt pappen wir das da drauf. So, schön festdrücken, am besten mit dem Rakel oder sowas. Ach, kack. Das ist, wenn man faul ist. Seid nicht faul. So, Krönchen. Jetzt versuche ich das irgendwie hier wegzukriegen. Dann hole ich uns das Kissen mal hier hoch. Hopp. Toll, ich hasse den Mund. Positionieren wir mal das Krönchen. Wie geht denn das eigentlich? Ich muss mir nochmal angucken, wie die Datei im Original aussah. Das wäre wahrscheinlich schon ein Vorteil. Das ist immer ganz gut, wenn man das Original irgendwo noch offen hat, dass man dann auch noch weiß, wie es irgendwo
jetzt gehe ich mal ganz viele Schritte zurück. Die Muggelzeit. Ich weiß, ihr seht es nicht. Ist ja für euch auch jetzt nicht interessant. Aber ich baue mir jetzt alles wieder zurück, dass ich weiß, wie ich die Krone machen muss und wohin. Ah, die guckt so nach unten. So ein bisschen so. Wo sind die Öffnungen von dem Kissen? Hier. So. Genau. Jetzt kommt das Ganze noch ein Stückchen weiter runter. Und jetzt kommt es ganz wichtig. Als erstes pressen wir die Flex und dann die Strasssteine. Warum? Immer erst dünn und dann dick. Und ihr seht, überhaupt kein Problem. Nichts abgegangen, nichts abgefallen. Und schon können wir pressen gehen. Das ist jetzt zum Pink. Das wird mit Sicherheit gleich dunkelpink. Die Kissenhüllen sind übrigens von der Sandy. Die mag ich ganz gerne. Das sind schöne bunte. Die wollte ich eigentlich im Sommer schon machen. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, das ist der Flex S. Guckt, geht schön ab. Oh, die ist nicht immer dunkelpink geworden. Cool. Das zum Beispiel könntet ihr euch super aufheben für die Strassgeschichte. Es klebt noch sogar. Aufheben. Positionieren. Ich finde es toll. Strass drauf. Holen wir uns schon mal das Kissen. Kleine Projekte, rechnet sie für euch mal 1,5 oder 2 von der Zeit jetzt. Ihr braucht ein bisschen länger, aber wirklich nicht viel länger. Also das wäre Quatsch. Ich räume jetzt dann aber erst einmal. So. Könnt ihr euch aufheben? Perfekt, noch für Strass. Packe ich das jetzt ein. Ich habe die gerade 3 Tage gehabt und dann, oh. Also ich mag's. Ja, mag ich gerne. So, jetzt machen wir noch den, ach perfekt. Aber ich denke, ihr habt noch Lust auf den viel mehrfarbigen Regenbogen. Bling könnt ihr machen mit Bling Bling. Dann haben wir, wie gesagt, noch Wölkchen, alles mögliche, ach, was ihr halt Lust habt. Ich habe halt immer so busy. Ich sortiere mir gleich, wo das hier so ein bisschen offen liegt, die Farben raus, die nicht dazugehören, weil das passiert einfach ganz schnell, wenn man natürlich nicht die Farben immer gleich wegräumt. Deswegen versucht euch da ein bisschen zu disziplinieren. Weil ich es gerade lese, ein Arsch muss eingepackt sein mit tollen Taschen, auch wenn das vielleicht nichts damit zu tun hat, auch eine Jeans-Po-Tasche. So, das heben wir uns auf. Auf der Rückseite sind die Strass-Minis Teil 1. Die werde ich bestimmt nochmal suchen. Dass das geht mit den Übertragungsfolien, zeige ich euch gleich, deswegen lasse ich die hier auch liegen. Die von der Flex. Und weiter geht's. Ah, ich zeige euch mal zwischendrin was, bevor wir das machen. Es gibt natürlich ganz viele tolle Dateien. Ich habe euch den Eisbären vom Tim gezeigt. Den haben die Freebies, die Primies gerade als Freebie bei uns im Mitgliederbereich. Sehr, 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 sehr cool. Auch für Jungs. Dann habe ich hier auch, das ist, gibt es auch bald, die Hände als Strass. Mal was ganz anderes. Ihr könnt. Hier ist so ein Monstera-Blatt. Also es gibt wirklich voll tolle Sachen. Ihr könnt euch eure Logos umwandeln. Geht mal auf die Plodermarie-Seite unter den Downloads. Da gibt es ein Nein, auch ein Nein-Kant-Lizenz. Das ist gerade, wenn man mal anfangen möchte, was Großes zu machen, wirklich toll. Da könnt ihr die Farben mischen. Da könnt ihr euch total austoben.
Der Stoff von meinem Schal war mit Sicherheit. Ich will gerade mal gucken. Nee, das finden wir raus. Ich mache jetzt weiter. Gab es mit Grün, mit Blau und mit Dings. Wo wollte ich hin? Hier. Wir machen jetzt zum Abschluss noch den Regenbogen hier drauf. Die Schere kann ich wegtun. Der Regenbogen passt da drauf, ja. Wir machen das tolle Blau möchte ich. Ich möchte Hyazinth. Ich möchte Gelb. Grün. Ja, 1, 2, 3, 4. Genau. Das sind die Farben, die ich haben möchte. Regenbogenfarbenverordnung. Ich bin noch kein Regenbogenfarbenverordnungswieser. Ich mache jetzt Außenblau. Legt euch ruhig ordentlich was drauf. Hallo Liebling. So, jetzt käme als. Oh, das ist ein tolles Blau. Wäre auch schön gewesen für die Krone. Sascha hat mich vorhin schon angegriffen, hat gesagt: Gehst du heute als Streichholz für mich? Ja, ich mag meinen neuen Turban. Ich hatte nämlich keinen Bock, mir die Haare zu waschen. Deswegen gibt es heute bei mir einen Bad Hair Turban. Ich wollte mir von Zierstoff den Turban nähen. Hab's verkackt, weil ich es nicht gerafft habe. Also ist auch das auf meinem Kopf nur ein gewickeltes Dreieck. Ja, man kann nicht alles können. Ich wollte Norman nicht schon wieder nerven. Ich hab's nicht kapiert. Ich hab's einfach nicht kapiert. Oh, das ist eine blöde Form. Das ist eine blöde Form. Rechts und links kehren ist vielleicht einfacher, ja. Also manchmal ist nicht von oben nach unten kehren immer das Beste. Jetzt werde ich hudelig. Das merke ich's. Ja, Stunde fast. Mit sich selbst gebabbelt. So, wie gesagt, Strass ist was, da habe ich gerne jede Farbe da. Und ich selbst mache auch unheimlich gerne Strassdateien. Da setze ich mich wirklich hin und setze jeden Punkt. Das ist schon was Feines. Und da könnt ihr auch mal selbst das gerne ausprobieren. Es ist unheimlich spannend, wenn man seinen Namen schreibt, drückt auf Umwandeln und dort ist auf einmal ein Kackhaufen. Weil man natürlich immer darauf achten muss, dass es eine gewisse Größe haben muss. Sonst sieht das Herz aus wie ein Rechteck oder einfach wie ein Fliegenschiss. Aber wenn man so ein bisschen damit spielt und große Blockschriften nimmt, dann geht es. Genau. Da mag jetzt irgendwie nichts reinfallen bei dem Blauen. Naja. Ist ja zum Glück nur ein kleiner Regenbogen. Wer jetzt hier einzeln setzt, kann natürlich auch die Farben mischen und alle gleichzeitig machen. Ich empfehle es aber nicht, weil meistens, wenn ihr eine Farbe abnehmt, fallen die anderen Farben raus und das ist ganz schön blöd. Ah, das ist doch blöd. Na, also, geht doch. Was ein Blau. Das Blau hatte ich bei dem Nein auch benutzt. Das ist eine ganz tolle Farbe für große Schriften. Wirkt auf Weiß auch unheimlich gut. Also auf einem weißen Shirt. Wenn man nicht gerade so kämpft wie ich. Ist am Anfang so, oh, was eine tolle Farbe. Und dann zum Schluss noch, was ein Scheiß. Das ist normal. Fluchen bei Straße ist es normal. Wobei ich ja sagen muss, wir haben ja auch wirklich Kunden, die unheimlich geduldig sich dann noch bereit erklären und sagen, ja, oh, ich mache das noch ohne, ich lege das einfach so. Das ist schon was Besonderes, diese Geduld. Genau, ich mache einen neuen Workshop. Turban nähen, mit Sicherheit. Das Ding hat mich schon Nerven gekostet. Und dann habe ich es einfach in die Ecke gepfeffert
und habe den Reststoff mir um den Kopf gewickelt. Seitdem sitzt der da. Ja, man muss auch mal bei manchen Sachen sagen, ich kann nähen. Aber manchmal verstehe ich halt, also das, die Anleitung, das war jetzt nicht so mein Freund. So. Bald haben wir es. Das ist übrigens der meistgesagte Satz in der Sprechstunde beim Entgittern. Bald haben wir es. Und alle denken sich, ja, genau, hast ja noch über die Hälfte, aber das ist halt so ein Lückenfüller. Bald haben wir es. So. Das macht der Norman, genau. Norman, wir nähen einen Turban zusammen. Genau, das ist eine gute Idee. Aus diesem coolen Stoff, den er da gezeigt hat, mit den wird sich sein Stoffdealer freuen wahrscheinlich. Hast eine tolle Darbietung, eine tolle Präsentation gemacht. So. Telefonieren ist dann, also da ich ja mit euch rede, wäre telefonieren auf dem Lautsprecher vielleicht auch so eine Sache, die man gut machen kann bei Straße. Aber ich werde nie vergessen, ich weiß nicht mehr, ob es das Nein war oder ob es dieser Tiger war. Das waren auch über 1000 Steine und ich stehe auf. Und da war es wie hier, es lag aber so. Und dann habe ich den ganzen Kack einfach wieder umgeschmissen. Das sind die Momente, wo man sich wirklich zusammenreißen muss, dass man nochmal von vorne anfängt. Da ist mir dann wirklich der Käse, wenn man das macht. Aber da seht ihr mal, wie unterschiedlich das ist. Bei der Krone ist es sofort reingeflutscht. Beim Smiley ging es auch ganz schnell. Manchmal liegen die Steine einfach so, dass es gerade halt scheiße ist. 3, 2, 1. Alles weg. Guck dir mal, das sieht man auch mehr schön, wenn da doch noch so ein Orange dazwischen ist. Jetzt nehmen wir uns die Übertragungsfolie. Da seht ihr sogar noch das Eskalationsding. Mir einer dazwischen gerutscht, der da nicht hingehört. Und schon habe ich es übertragen. Also wer jetzt Stress zu Hause hat vom Adventskalender, Spaß hat am Auseinandernehmen, kann auch unheimlich gerne sich hinsetzen und kann mit dieser Übertragungsfolie erstmal arbeiten. Jetzt nehme ich aber, das lasse ich einfach raushängen. Wer sich wundert, ich lasse den Reißverschluss einfach raushängen. Farbe Nummer 1. Ihr könnt natürlich auch nicht jetzt jedes Mal pressen, sondern sagen, ich bereite es mir einfach alle mal vor. Jetzt habe ich es verkackt. Hier ist ein Stein drin, der nicht drin sein sollte. Den pege ich, solange es noch warm ist, ab. Und setze ihn richtig wieder drauf. Solange es warm ist, könnt ihr das immer noch mal erwärmen. Nochmal erwärmen und wieder abziehen, wie bei einer Flexfolie, wenn ihr das verkackt habt. So, da ich mit der nächsten Farbe nochmal presse, räumen wir jetzt auf. Scheuklappen, was? Oh, wie groß hast du dein Halstuch geschnitten? So groß, wie ich halt noch Stoff hatte. Ich kann es euch aber gerne ausmessen. Ich mache das alles frei. Nutzel.
Genauso wie bei dem auf meinem Kopf. Das ist alles so, was ich halt hatte. Wie schön. Jetzt habe ich hier eine kleine blaue Explosion gemacht. So. Blau ist wieder weg. Jetzt kommen ja nur noch die Kleinen. Da können wir ja mal schauen. Vielleicht können wir sie auch zusammensetzen. Achso, ihr seid noch bei mir. Dann machen wir als nächstes grün. Machen wir einfach so Seitenhäufchen. Was ist das für Farb? Ich hoffe, dass sich das jetzt mal schön kennen lässt. So, grün. Eins, zwei. Das Gute ist, sind ja dann immer so kleine Reihen. Das haben wir schnell gesetzt. Schon wieder gesagt, ich müsste mir jedes Mal einen Punkt geben für sowas. Reinfriemeln. Aber ihr habt jetzt gesehen, ob das jetzt diese Steinanzahl ist, die wir jetzt haben, nämlich eine relativ kleine oder eine große, ist dann nur eine Zeitfrage. Aber an sich ist es immer gleich. Flock, schneiden, gespiegelt, wichtig. Aufpressen auf Pappe. Dann über die Strasssteine rein. Übertragen mit einer Übertragungsfolie oder von der Flexfolie, was, wenn ihr noch was übrig habt. Setzen, übertragen und aufpressen. Auf was ihr wollt. Nur halt bitte nicht. Auf meine Kette habe ich mir auch schon Strass aufgeklebt. Hier. Mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Wo ist die Kamera? Hier. Da habe ich mir selbst einen Strassstein aufgeklebt. Aber mit doppelseitigem Klebeband, mit, ist das Zeug, Sekundenkleber. Danke, Norman, dass ihr mal so ein bisschen mitkommentiert, weil ich muss halt leider heute hingucken. Yes. So, manchmal fahren sie dann doch auf die richtige Seite. So, dann haben wir grün. Ihr müsst optimistisch sein. Wir sind ja schon fast fertig. Jetzt niesen, ne? Das wär's. Eins, zwei. Eins. Fertig. So. Hey. So. Weg die Steine, die man nicht braucht. Die schieben wir jetzt erstmal da oben hin. Wegschieben. Dann haben wir hier Übertragungsfolie, festdrücken, was ein bisschen sich verschiebt, zurückdrücken, aufheben, Nummer 1. Dann machen wir rot, beziehungsweise das ist Hyazinth. Eva, schieb doch mal deine Vorlage auf den Tisch, bevor sie alle unten liegen. Wieso? Da liegt nichts unten. Komm, es gibt so viele, die würden sich freuen. Ich kann auch mal was Lustiges wieder. So, Orange, Hyazinth, auch eine tolle Farbe. Sind eigentlich fast alle richtig cool. Ich bin jetzt so der Grün-Fan, das Zitrin, das Gelb ist eigentlich auch nicht so meins, aber mit dem Smiley wirkt es dann doch wieder ganz toll. Eigentlich müsste es eine Option geben mit Ich will alle haben, die ein bisschen günstiger ist. Da wäre ich schon dafür. Aber gut,
Vielleicht, vielleicht. Aber es ist eh toll mit dem Tablett. Das habe ich heute Morgen gemacht. Normalerweise stehen die ja bei mir im Schrank. Ich habe so ein Gewürzregal im Schrank, an der Wand. Und da habe ich die Döschen drin in den verschiedenen Größen. So. Nein, ich sag's nicht. So, so. Schieben wir. Ey! Bleibst du da? Schieben wir die auf die Seite. Das hat so ein bisschen was von Diamanten legen mit dem Flock da unten drunter. So, jetzt habe ich hier keine Ahnung von was. Zwei. Und dann machen wir noch gelb. Und dann haben wir es. Es gibt ja jede Menge. Ihr könnt auch mal bei Etsy und der Rhinestones gucken. SVG, das sind halt so die typischen amerikanischen Sachen. Viel mit Bling, High Heels, sonstigem. Die Niki hat Strass-Dateien, wie gesagt, bei Plottermarie gibt es unter den Downloads ein bisschen was. Die Steffi hat jede Menge gemacht, auch jetzt gerade in Richtung Weihnachten, die ihr umsetzen könnt als Borte, als Karte. Ich bin fertig. Das ist jetzt von unserem Krönchen. Ne, von dem Schriftzug von der Krone. Da muss ich jetzt aber aufpassen, der klebt nicht mehr ganz so gut. So. Endspurt. Endspurt, Endspurt, Endspurt. Ich nehme mir jetzt die blau. Nein, die grün. Setze unten drunter. Ich wollte übrigens die Nadja nochmal richtig schön grüßen, ne? Meine Plottermarie-Kollegin, die mich so mit lecker Naschi ausgestattet hat gestern und mit Jackie. Wobei ich dir sagen muss, Nadja, fand ich ganz schön unfair, weil stell dir mal vor, ich hätte heute Abend jetzt noch zusätzlich eine Dose Jackie getrunken. Dann hätte ich wahrscheinlich die Strasssteine auf der Nase balanciert oder mir meine Sommersprossen noch mit Strasssteinen ausgefüllt. Das wäre wahrscheinlich auch sehr lustig geworden. Nächste Farbe. Und die letzte Farbe. Da jetzt noch einen schönen Spruch drunter, den ihr wahrscheinlich vorher hättet machen sollen. Vorher hättet machen sollen. Was aber kein Problem wäre, weil ihr gerade bei so einer Tasche dann auch die Strasssteine einfach rausgucken lassen könntet und dann nur unten presst. So. Fünf. Und fertig ist unser Täschlein. Das räume ich jetzt mal auf die Seite. Ganz vorsichtig, dass ich es nicht verteilt. Dann zeige ich euch nochmal, was wir heute gemacht haben. Nämlich zum einen den Regenbogen. Welche Datei war das mit dem Tiger? Ich bitte den Olli, mir das nochmal zu fotografieren. Und dann suche ich euch die Datei nochmal raus. Wir haben hier heute auf ein Filztäschchen einen kleinen Regenbogen draufgesetzt. Und hier ist noch viel grün. Dann haben wir ein Herz auf eine Kappe gemacht. Kleine Sachen, die Spaß machen, einfach zum Einstieg. Ein Smiley auf ein Blöckchen.
Nee, Ausgleichskissen bringt dir gar nichts. Du musst dann wirklich den Teil aus der Presse raushängen lassen, der schon mit Strass voll ist, wenn dir es im Nachhinein erst einfällt. Wie gesagt, ihr könnt auf alles Mögliche drauf plotten. Was haben wir noch gemacht? Ah, das Kissen. Das Kissen zum Kuscheln, wie gesagt, auf die Rückseite dann, wenn ihr schlafen wollt. Oder es ist für mich total schwierig, das Tuch zu binden, gespiegelt. Oder wie ich jetzt mit der Muckelzeit. Den Eisbären habe ich euch gezeigt von Tim, der sich übrigens aufgrund meines Aufrufs gemeldet hat, da als ich nach Strassdateien gesucht habe, die Hände und so weiter, gibt es jede Menge schöne Dateien. Den Strass kriegt ihr, ich kriege diese drei Farben nicht aus dem Kopf. Oh, passen die nicht? Ich finde die Farben toll. Die Strassdöschen kriegt ihr bei plottermarie.de. Holt euch eine kleine Auswahl. Ihr müsst ja nicht gleich so eskalieren wie ich. Aber ich finde es einfach toll und für Kleinigkeiten immer mal was da. Ihr könnt, wie gesagt, wenn ihr was schon habt, als Beispiel, haben wir hier irgendwas, was ich noch mal als passt nicht. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwo schon was habt, wo schon was drauf ist und ihr sagt, oh, da lege ich mir jetzt so einen Streifen nach hinten raus, könnt ihr das jederzeit machen und aufpressen und somit die Motive ein wenig strecken. Gerade bei Mandala sieht es ganz toll aus, dann so ein paar Schleifchen gelegt, also ein paar Spiralen gelegt. Oder. Nein, ich weiß leider nicht, wann die Wasserschiebefolie wieder reinkommt. Frag einfach mal bitte bei rechnung@plottermarie.de nach. Dieses Tuch ist einfach nur ein Stück Stoff, nicht mal versäubert, gar nichts. Der ist zweifarbig, ist ungefähr, das ist nicht mal richtig, guck mal, wie das geschnitten ist. Schief und schepp, wie Eva schneidet halt. Ne? Also es ist, und das dann einfach im Bruch, einfach im Bruch hinlegen. Also es ist für mich, wie gesagt, blöd, weil ich bin ja gespiegelt. Wisst ihr, wenn ich mich an der einen Seite kratze, hebe ich hier auf der anderen Seite. Ach, ihr wisst, was ich gucke. Ja, ich habe mich nämlich extra ungespiegelt angezogen vorm eigenen Spiegel, weil es wirklich schwierig ist, sich hier mit diesem. Ja, das sind meine Hände. Das sind meine Hände auf dem T-Shirt. Da gibt es ab morgen wahrscheinlich eine Anleitung, wie man meine Hände in eine Strassdatei umwandelt. Bei den Primies. Das sind meine Finger, sieht am Ring. Wir machen einen Kurs. Du machst mit mir keinen Tuchkurs, Norman. In diesem Sinne, probiert's mal. Die Datei ist for free, kriegt ihr bei plottemarie.de unter den Downloads. Ihr habt bestimmt noch was vom letzten Kalender da. Das sind verschiedene Farben gewesen, die waren übrigens limitiert. Fusselt sie auseinander, das können die Kinder machen. Und dann könnt ihr mal so kleine Motive ausprobieren und ihr werdet sehen, das macht relativ schnell süchtig. Ja, das ist Jersey. Ich sehe mich hier selbst, aber spiegelverkehrt. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine rechts sehe ich da, also es ist spiegelverkehrt. Deswegen ist es schwierig. Also ich könnte mich hier jetzt auch nicht so schminken oder so irgendwas. Hält der Strass auf den Taschen von PM? Natürlich. Das ist ja auch Filz, ganz normales Filz und eben auch auf den Baumwolltäschchen oder Apothekertäschchen oder sonstiges. Turbankurs. Ihr macht mich fertig. Ich freue mich auf die nächste Plottermarie Love Plotter Sprechstunde. Im Dezember. Ich kann ja mal gucken, was da dann für ein Thema ist. Oh, jetzt wäre ich im Januar gelandet. Na, da sublimieren wir mal wieder ein bisschen. Am 9. Dezember freue ich mich schon drauf. Sublimieren ist auch was ganz Cooles und da kann ich euch auch ein bisschen was dazu erzählen. Vielen Dank, schön, dass ihr da wart. Und ich mache euch für morgen noch ein paar Bildchen. In diesem Sinne. Habt's fein, verliert euch nicht im Dschungel, kommt wieder heile zu Hause an. Bis bald, die Eva.
Wo ist meine Maus? Liebe Grüße an meine Kollegen.